Servus Leute und willkommen zu einem neuen Replay, diesmal von MTB Crafter. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich aus, ja, dem einen oder anderen meiner Videos, er ist öfter mal mit dabei. Er hat mir ein schönes Replay eingesendet von seinem, ja, fast schon geliebten High-Tier-Russendeck, möchte man sagen. Er geht da mittlerweile sehr drauf ab. Es sind schöne Fahrzeuge, ich bin da noch nicht, irgendwann mit Sicherheit. Ja, ich bin gespannt, was er uns hier präsentiert. Die Map Dschungel. Man hat eine Menge Möglichkeiten auf dieser Map. Links rum, rechts rum, am Strand. Wenn man amphibisch ist, kann man sogar auf die kleine Insel bei A8. Ja, ich bin mal gespannt, was das zeigt. Aber bevor ich loslege, eine kleine Bitte an euch. Ich bin wirklich dankbar für jeden, der mir Replays schickt. Aber direkt nach 2-3 Tagen dann zu jammern, ich würde die Replays ignorieren, finde ich frech. Ich werde jede zweite Woche abwechselnd mit Forts, also jede zweite Woche kommt ein Replay und dann kommt wieder Forts. In diesen Intervallen werde ich mir auch die Replays rauspicken. Wenn ihr Glück habt, seid ihr dabei und ja, schenkt einfach weiter ein. Sagen wir, legen dann einfach mal los. T80, wie gesagt, habe ich persönlich nicht, aber ist ein echt schönes Teil. Ziemlich mächtige Knifte. Wenn es mir die Werte anzeigen würde. Ja, ist okay. 125er. Ill. Fly Daily Logo. Du Verräter. Er geht hier den rechten Approach, den ich meistens auch favorisiere, am Strand entlang. Ja, Thermal. Da sind die Russen echt ein bisschen schwach bei. Ich glaube, es sind 3 oder 4 Fahrzeuge im gesamten Tree, die momentan Thermal besitzen. Die beiden T80er. Ich glaube, der moderne T72. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und bevor ich jetzt wieder sage, der hat kein Thermal und der hat Thermal, wie im letzten Video, wo ihr mir auf die Gosch gehauen habt. Ja, es tut mir leid. Fahrzeuge, die ich nicht oft fahre, bin ich mir nicht 100% sicher. Schauen wir uns mal an, was er hier macht. Immerhin, er wartet. Sehr löblich. Ja, schön mit Thermal hier die Mitte abchecken. Die Mitte hier ist echt gefährlich, also vor allen Dingen im High-Tier. Wenn du irgendwas Schnelles hast, was schnell hier in die Region um C hochkommt oder hier bei D4, da bist du weggesniped auf der Seite. Ich gehe mal davon aus, dass er ganz rechts lang will. Trauber, sehr schön. Diese kleine Dinger. Ja, er hat ein paar LGMs dabei. Die sind gegen Hubschrauber echt ein Zaubermittel. Wenn sie nicht einfach wieder durchphasen. Sogar von Palmen verdeckt. Ja, da habt ihr das wieder gesehen, dieses schöne Phänomen. Wenn man das Rohr nicht hoch genug kriegt, fliegt die Rakete da halt auch nicht hin. Das war früher um einiges angenehmer und ich finde es echt schade, dass sie das geändert haben. Gerade wenn den HGM-Carrier hinter einen Hügel stellen und einfach drüber lupfen geht, einfach nicht mehr. Ja, goodbye Rakete. Muss er wieder gewechselt. Muss er wieder gewechseln. Ja Leute, es ist furchtbar warm schon wieder in meinem Zimmer. Es sind 35 Grad. Also mein Hirn ist etwas deaktiviert, möchte man sagen. Also für etwaige Sprachfehler entschuldige ich mich im Voraus. Ich mag die Optik von diesen Dingern echt gerne. Das sind so die ersten russischen Panzer, die mir ab dem T-44 wieder richtig gut gefallen. Weil man sagen muss, der T-90 gefällt mir um einiges besser. Der ist noch nicht im Spiel, aber er wird kommen, Leute. Er wird kommen. Ja, hier die schöne Position, die ich auch immer einnehme. Du bist von der linken Seite größtenteils gedeckt, außer du fährst hoch. Von vorne kannst du die komplette Länge abdecken, wenn du dich richtig hinstellst. Nach links immer wieder ein Auge. Sehr schön. Vor allem jetzt ein M60. Okay. Krass. Da ist ein Wally. Komm schon. Ja, Wally ist ganz schön gefährlich auf der Map. Ach, und das war jetzt ein Hullbreak. Ich verstehe dieses System echt nicht. Also manchmal Hullbreakst du so Vehikel, du schießt einmal von vorne nach hinten durch, ziehst den Motor und sonst was, es passiert nichts. Und ab und zu triffst du ein Kettenglied Hullbreak. Das ist aber nicht nur ein Problem von so leichten Fahrzeugen. Es gibt auch einige etwas in Richtung Medium, die sowas haben. Teilweise Centauros. Die haben meines Wissens auch Hullbreak. Oh, schade, das wäre ein schöner Schuss gewesen. Die zersieb ich dir seitlich mit AP-FSDS, da passiert denen überhaupt nichts. Und dann kommt eine AT-Granate 20 Meter weit weg, bam, tot ist das Ding.
Er arbeitet ja schön mit Thermal, aber ich... Ja, genau wie er. Ich könnte es mir nicht die ganze Zeit angucken. Sehr schöner Schuss. Vorne neben dem Fahrer die Muni. Mal schon bei einem Flugzeugkill, beziehungsweise einem Hubschrauberkill, einem Cap und zwei Panzern. Dürfte gleich der dritte werden. Sehr schön. Ja, abo. Ach, die Dinger muss ich ja noch wegmachen. Ja, wie in der letzten Folge schon gesagt, ich lerne das alles noch. Wenn ihr Tipps oder Fragen oder Vorschläge habt für meine Replays, haut einfach in die Comments. Ich bin gerne offen für Neues. Bin noch Azubi. Replay Azubi. Oh nein, und da kommt der nächste Hubschrauber. Den er übrigens auch besitzt. Gell? Fürchterlich. Fürchterlich. Nee, diese Top 80 GM tragenden Hubschrauber, da sträuben sich mir die Nackenhaare, wenn du aus dem Spawn weggeraketiert wirst. Sehr schön. Vierter Kill? Vierter Kill. Fünfter Kill? Fünfter Kill. Oh, das geht ja schon Schlag auf Schlag. Dann sind sie schon bei A. Bin mal gespannt, wann er vom A64 also vom Deckel kriegt. Ja, wow, hast du ein Glück gehabt. Also, ja. Hol ihn dir, T-Shirt. Zwei Raketen hast du noch. Ja, da seht ihr es. Also, diese Dinger sind so abartig. Wundert mich, dass er noch keine von oben reingekriegt haben. Der A64 soll auch die Hellfire-Raketen haben, oder? Die den Top-Approach machen. Schreibt mir das mal in die Comments, Leute. Ich spiele Helikopter ja super ungern. Die einzigen, die mir wirklich Spaß machen, sind die mit Dampffeuer-Raketen. Weil die müssen schön nah ran, das finde ich fair. Aber die mit den AGGMs mit 8 bis 10 Kilometer Reichweite, was soll das? Oh, den habe ich nicht kommen hören. Ist ja M1 von der Seite. Kann Turm nicht mehr drehen. Ja, easy kill. Wobei man die Dinger mittlerweile auch nicht mehr unterschätzen darf. Also die haben irgendwann mal in der Vergangenheit einen Buff gekriegt und der Turm hält erstaunlich viel von vorne mittlerweile aus. Ah, jetzt sind schon zwei Pieten hinten. Pardon, keine Ahnung, wie man die Dinger ausspricht. Guckst du dir hier an? So gerne ich mir auch immer angucke, was die Leute sich angucken. Ich finde die Ansicht, der Spieleransicht in Replays echt stressig. Die Kamera kommt da so schwammig hinterher. Also es ist so Epilepsie-Warnung muss dabei sein. Vor allen Dingen, wenn er mit Nachtsicht dann noch rumhantiert. Ja gut, jetzt will er noch Richtung anderen Cap. Caps hat er 2, 1, 6 Kills. Schon gut an Punkten dabei. Sieht es im Team aus? Ja gut, das Gegnerteam ist schon gut aufgeraucht. Da leben noch vier Leute. Boah. Die Game, Alter. Da war schon wieder... Du hast ein Schwein! Ah, armer Bradley. Hatte wahrscheinlich seinen Werfer nicht oben. Wobei... Andererseits, mit dem ganzen... Den ganzen Reaktivblöcken auf dem Turm und an der Wanne hätte er eh nicht große Chancen gehabt, da durchzukommen. Ist er noch nicht auf die beiden Hubschrauber aufmerksam geworden bist? Oder? Ja, zwei Hubschrauber ohne FJ. Das dürfte doch jetzt definitiv die Gegner anlocken. Ja, sag ich doch, da kommt der AH-1. Ja, aber das meine ich. Mit den Dampffeuerraketen komme ich mit klar. Da muss man nah ran, kann von dem Gs gegrillt werden. Das ist ähnlich mächtig wie Jets mit Dampffeuerraketen, meiner Meinung nach. Ja, und... Rettendackel ist, by the way, ein schöner Name. Sehr originell. Und War Thunder wäre nicht War Thunder, wenn man nicht instant Revenge killen möchte. By the way, auch eine sehr schöne Flak. Ich mag sie sehr gerne. Bin sie leider bis jetzt nur auf dem Testserver gefahren, weil ich bei den Russen, wie gesagt, noch nicht so weit bin. Es sieht schon übel aus, dieses Ding. Auch ohne den Totenkopf da vorne drauf.
Hey, aber immerhin keine Augen, ne? Sind die eigentlich immer noch so stark? Muss ich das hier nicht mehr angucken? Ah. Oh. Nee. Interesting. Joa. Brauchst du nicht, Kumpel. Das sind 30er oder sind das 35er? 30er, glaube ich, ne? Ja. Die halt auch nicht wenig Pen haben, also seitlich kriegst du die meisten MBTs damit auch klein. Ich spiele ja generell gerne Flux als, ja, zum Panzer nerven oder auch killen, wenn die Möglichkeit sich bietet. Aber es ist auch schön als Support mit der Flak mit Leuten unterwegs zu sein, Rohre zu zerlegen. Ja, das war ein quick and dirty Match, würde ich sagen. 7 Panzer zerlegt, 2 Fliegzeuge zerlegt. Boah, also, es war kein ganz Carry, aber er hat die Flanke schon sehr dominiert. 3 Caps, einmal gestorben, 7 Panzerkills, 2 Flugzeugkills. Ich meine, da kann man nicht viel gegen sagen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Schickt weiter fleißig ein. Wie gesagt, Verbesserungsvorschläge gerne. Ich bin offen dafür. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.